Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, erstmal sorry, dass es letzte Woche kein Video gab. Wer mir auf Instagram folgt, hat das auch mitgelesen, dass ich total krank war und mich so eine fiese Erkältung erwischt hat. Ein bisschen Schnupfen habe ich noch, aber ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr. Genau, deswegen kam letzte Woche leider kein Video, da ich mich irgendwie noch nicht fit genug gefühlt habe und meine Nase auch leider noch so immer noch so angeschwollen war, dass ich ja immer nur am Schniefen war und das wollte ich im Video halt einfach nicht machen. Deswegen kann ich erst jetzt wieder drehen, weil meine Nase wirklich jetzt erst nach anderthalb Wochen wieder so einigermaßen frei ist. Genau, und was dann auch jetzt längst fällig ist, da sich echt der Müll bei mir häuft, ist, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, ein Aufgebraucht-Video. Und was ich im März, es ist lange her, schon, was ich im März aufgebraucht habe, das wollte ich euch jetzt gerne zeigen und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Fangen wir erstmal an mit meiner kleinen Beistelltüte sozusagen. Und zwar habe ich einmal aufgebraucht Mr. Muscle Drano Max Power Gel Rohrfrei. Das habe ich für die Badewanne genommen und auch nochmal fürs Waschbecken, weil das Wasser schon wieder schlecht abgelaufen ist. Ich weiß nicht, so ganz traue ich diese Abflussfee, die wir jetzt ja im Waschbecken im Badezimmer haben, nicht. Weiß nicht, irgendwie ist vielleicht doch unser Abfluss dafür nicht geeignet, ich weiß es nicht. Ich werde dem Ganzen aber nochmal eine Chance geben. Weil hiermit wird wirklich das Rohr frei, das Wasser läuft super wieder ab, alles aus dem Rohr ist, soweit ich das beurteilen kann, ich kann natürlich nicht reingucken, alles ist weg, Wasser läuft wieder ab und genau das soll es tun und ich habe das auch schon wieder nachgekauft, dass wenn es mal wieder schlecht abläuft mit dem Wasser, dass ich dann auf jeden Fall das wieder beheben kann. Dann habe ich von meinem Müsli das Notes in Bratapfel aufgefuttert. Es war jetzt nicht ganz so meins, also die Apfelstückchen hätten für meinen Geschmack noch einen kleinen Ticken süßer sein können und dafür hätte es ein bisschen weniger Zimt in der Gesamtmischung sein können. Ja, aber das ist halt einfach Geschmackssache, ne? Also ich denke nicht, dass ich mir die Sorte nochmal wieder nachkaufen werde, weil, also, sie war zwar lecker, aber es ist nicht so ein Wow-Effekt beim Essen da gewesen und deswegen werde ich mir das, glaube ich, nicht nochmal wieder nachkaufen. Dann habe ich endlich aufgebraucht von Balea das Cremeöl-Duschpeeling Vanille und Mandel. Davon hatte ich ja schon in meiner Duschgelsammlung erzählt, die kann ich euch hier oben gerne nochmal verlinken, dass ich das gerne leer machen wollte, weil ich den Geruch einfach satt hatte. Genau, aber Näheres dazu, wie gesagt, oben in dem verlinkten Video. Es ist leer, ich freue mich, was Neues kann in die Dusche einziehen und ich glaube auch nicht, dass es jetzt noch verfügbar ist. Es war ja eine Limited Edition, deswegen, selbst wenn, würde ich es mir wahrscheinlich nicht nochmal wieder nachkaufen. Dann habe ich auch gebraucht so ein Nachfüllpack von der Nivea Creme Soft Handseife. Die mag ich sehr gerne, würde ich auch immer wieder nachkaufen. Leider habe ich mich jetzt beim letzten Mal ein bisschen vergriffen und eine andere Seife nachgekauft, die ich aber auch ganz okay finde. Aber wenn dann der Seifenspender wieder leer ist und die andere Seife komplett aufgebraucht ist, würde ich diese hier auf jeden Fall wieder nachkaufen. Ich finde, sie trocknet die Hände nicht so stark aus wie einige andere Seifen. Und genau, deswegen würde ich die halt auch, wie gesagt, nochmal wieder nachkaufen. Dann habe ich einen Teil einer Rival de Loop Maske aufgebraucht. Ich glaube, perfekter Teint oder so heißt sie, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Die andere Hälfte habe ich noch im Bad. Die ist jedenfalls für strahlend schönen Teint, hautverschönernde Pflege mit Porzellan, Blumenextrakt und Arganöl. Ich glaube, die war ganz angenehm auf der Haut. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau daran erinnern, weil es schon ziemlich lange her ist, dass ich sie benutzt habe. Aber ich habe auf jeden Fall keine negativen Erinnerungen daran, aber auch keine besonders positiven, muss ich leider auch sagen. Deswegen werde ich wahrscheinlich die zweite Hälfte davon aufbrauchen und sie mir
nicht nochmal wieder nachkaufen. Dann habe ich von BB Moore die Brighten Up Tagespflege aufgebraucht. Die finde ich sehr gut, aber ich bin noch auf der Suche nach der perfekten Tagescreme. Die hier kommt da schon ganz gut ran. Im Moment habe ich aber noch so viele kleine Proben aus meinem Douglas Adventskalender. Die möchte ich jetzt erstmal alle aufbrauchen und ja, vielleicht komme ich dann auch irgendwann mal wieder zu dieser hier zurück. So, dann war es das erstmal aus der Beipacktüte sozusagen. Jetzt geht es weiter mit meinem üblichen Karton. Der ist auch rappelvoll und wollen wir mal schauen, was da alles drin ist. Ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ist schon alles so lange her. Achso, hier habe ich einmal ja, aussortiert so ein Haarband. Das habe ich immer morgens und abends genommen, wenn ich mir das Gesicht gewaschen bzw. wenn ich mich abends abgeschminkt habe, damit mir halt hier vorne die kleinen Härchen nicht alle im Gesicht rumfliegen. Und ja, ich habe mir jetzt schon neue nachgekauft. Dieses hier war von DM. Ich habe mir jetzt welche von For Your Beauty aus dem Rossmann gekauft. Die sind nochmal ein deutliches Stück breiter und ich finde, die halten auch ein bisschen besser. Die sind noch ein bisschen straffer, als es diese hier sowieso von Anfang an waren. Es gab die im Zweierpack. Das Schwarze habe ich, glaube ich, mal irgendwann, weiß ich gar nicht, vielleicht hat es die Waschmaschine geschluckt. Ich kann mich gerade gar nicht erinnern oder ich habe es mal weggeschmissen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls, das habe ich einmal aussortiert. Dann habe ich leer gemacht von Mary Kay eine Foundation. Und zwar die Timewise Matte Wear Liquid Foundation in der Farbe Ivory 6. Die fand ich ganz gut. Aber ich würde sie mir trotzdem nicht nochmal nachkaufen, da ich finde, dass andere Foundations genauso gut ihren Job machen und man da viel einfacher rankommt, als jetzt dauernd bei Mary Kay oder was zu bestellen. Deswegen werde ich die hier nicht nochmal nachkaufen. Und was ich leider noch, was ich negativ fand, war auf jeden Fall der Punkt, dass diese Foundation so flüssig war. Weiß nicht, ich mach das mal eben kurz. Ich hoffe, genau, das hatte ich befürchtet. Jetzt habe ich mir den ganzen Pappkarton hier eingekleckst. Naja, es ist jedenfalls so, dass hier unten im Deckel diese ganze Foundation total ausgelaufen ist und ich sie ständig eigentlich so rumgelagert habe, dass sie mir nicht komplett ausläuft, weil ich halt immer Angst hatte, dass irgendwann der Deckel überläuft und ich dann irgendwann morgens mit so einem riesen Foundation-Kleckser im Bad konfrontiert werde, sag ich mal so. Deswegen würde ich die jetzt hier nicht nochmal wieder nachkaufen. Drin. Ich wollte gerade sagen, dann habe ich noch den Duschsoftöl-Balsam aufgebraucht, aber ich glaube, hier ist noch ein bisschen drin. Naja, das werde ich jetzt beim nächsten Mal duschen dann verwenden. Jedenfalls kaufe ich den ab und an wirklich auch dann mal wieder nach. Den hatte ich jetzt in meiner Fitnessstudio-Tasche und habe den da immer benutzt, weil ich dann immer da nach dem Duschen keine Lust habe, mich dann noch da einzucremen, deswegen mache ich das immer gleich mit unter der Dusche. Finde ich viel praktischer. Und genau, das würde ich mir auch auf jeden Fall nochmal wieder nachkaufen. Ich habe jetzt allerdings von Nivea die In-Dusch-Body-Lotion nachgekauft. Da wechsle ich auch immer mal zwischendurch wieder ab. Genau, aber vom Prinzip her finde ich die gut und würde sie auch nochmal, wie gesagt, wenn irgendwann dann das andere Teilchen alle ist, werde ich die hier auch nochmal wieder nachkaufen. Aber die hier werde ich nochmal wieder in die Dusche stellen, glaube ich. Scheint mir so, als wenn da doch noch ein bisschen was drin ist. So. Dann habe ich einmal aufgebraucht so ein 6er-Pack Aufsteckzahnbürsten von Oral-B für meine elektrische Zahnbürste. Habe ich auch schon wieder nachgekauft, finde ich gut. Und ja, genau, ich kaufe jetzt ja immer die Sensitiv-Clean-Variante. Ja, wie gesagt, kaufe ich immer wieder nach, finde ich gut. Dann habe ich auch einmal wieder aufgebraucht meinen üblichen Autosnack, die Extra Professional Minz in der Richtung Waldfrucht. Habe ich auch schon wieder im Auto, kaufe ich immer wieder nach, finde ich lecker. Dann habe ich hier einmal den unteren Teil der Feuchtigkeitsmaske von Merz.
auch super. Die macht einen schönen kühlenden, also hinterlässt einen schönen kühlen Effekt auf der Haut, wenn sie noch auf dem Gesicht ist. Und danach ist die Haut wirklich gut mit Feuchtigkeit versorgt. Deswegen würde ich die auch jederzeit nochmal wieder nachkaufen. Dann ist auch wieder leer gegangen von Airwick Life Sense. So ein Duftsprüher in der Richtung Sommervergnügen. Den mag ich ja wirklich am liebsten. Der duftet auch zurzeit wieder bei uns im Bad. Ist aber, glaube ich, auch schon fast wieder leer und muss deshalb, denke ich mal, dringend nochmal nachgekauft werden. Dann zwischendurch, ich habe es jetzt alles, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, überhaupt nicht sortiert. Eine riesen Empfehlung, und zwar von Chio das Popcorn in der Richtung Toffee Karamell. Ist das lecker. Das haben wir bei Freunden gegessen, als wir einen Spieleabend gemacht haben. Und ich bin gleich am nächsten oder übernächsten Tag in den Supermarkt gegangen und musste die einfach nachkaufen. Die sind so lecker. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen auch schon wieder eine Packung leer gemacht. Und ja, hier steht drauf, wie im Kino. Kann ich nur bestätigen, nur man hat halt nicht wie im Kino den Fall, dass man so einzelne Maiskörner dazwischen hat, die nicht aufgepoppt sind. Und ja, kann ich echt empfehlen, wer noch einen guten Popcorn-Snack für zu Hause sucht. Schaut auch die hier mal an, die sind so lecker. Die gibt es auch noch in der zweiten Sorte, in so einer lila-farbenen Verpackung. Die habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Aber die hier, sehr, sehr lecker. Dann auch, wie so oft leer gegangen, sind die Denk mit feuchten Allzwecktücher in der Richtung pure Frische. Ja, kaufe ich immer wieder nach, wird immer wieder zwischendurch mal zum Drüberwischen benutzt. Und ja, finde ich klasse. Gott, Leute, es ist immer noch so viel. Also wenn ihr jetzt zwischendurch holt, macht Pause, macht auf Pause, holt euch einen Kaffee, es ist noch einiges. Dann auch aus meinem Douglas Adventskalender habe ich einmal aufgebraucht von Douglas Hair. Die Ultimate Shine Mango Vitamin B5 und Keratin Repair Kur für trockenes Haar. Die konnte ich, glaube ich, so 3 bis 4 Mal für meine Haare benutzen. Also ich habe sie benutzt, als meine Haare noch ein kleines Stückchen länger waren. Und die fand ich gut. Die hat sehr schön nach Mango geduftet und hat die Haare auch wirklich schön angenehm weich gemacht und sie auch ein bisschen glänzen lassen. Jetzt nicht so intensiv, aber ein bisschen Glanz auf den Haaren war schon durchaus vorhanden. Musste mal schauen, ob es die in einer großen Flasche oder was gibt, aber ich habe im Moment noch so viel Haarzeug, dass ich das jetzt erstmal nicht nachkaufen würde, aber es ist nicht ausgeschlossen, da ich den Geruch echt gut fand und den Effekt auf den Haaren, den fand ich auch sehr schön. Dann ist einmal meine Zahnpasta leer geworden, und zwar die Sensodyne Pro Schmelz sanftes Zahnweiß. Habe ich auch schon wieder nachgekauft. Finde ich gut. Die ist allerdings nicht allzu scharf. Also wer wirklich auf so einen scharfen, frischen frischen Atemgefühl steht, für den ist das, glaube ich, nichts. Aber ich muss sagen, dass meine Zähne jetzt doch ein bisschen weniger schmerzempfindlich, finde ich, geworden sind. Und ja, sanft, also weißer sind sie jetzt nicht unbedingt geworden, muss ich schon sagen. Aber dennoch mag ich die Zahnpasta und wie gesagt, nachgekauft habe ich sie schon und sie ist wieder in Benutzung. Dann ist ja auch zwischendurch immer ganz wichtig, die Waschmaschine sauber zu machen, und das mache ich immer mit diesem Dr. Beckmann Waschmaschinen-Hygienereiniger. Den gibt man komplett in die Trommel und wäscht dann einmal bei mindestens 60 Grad, muss ich mal eben schauen, ja genau, bei mindestens 60 Grad ohne Wäsche einmal ein Waschprogramm durch und dann ist die Maschine wieder sauber. Mache ich regelmäßig so alle 3-4 Monate mal. Und ja, ich hoffe, dass meine Maschine dadurch länger hält. Dann habe ich von Rossmann einmal 50 Teelichter aufgebraucht. Das sind immer die Teelichter, die ich jetzt hier hinten in dieser Duftlampe drin habe. Im Moment brennen da allerdings noch Spekulatius-Teelichter von Profissimo. Die riechen so wenig nach Spekulatius, dass es nicht auffällt. Das
oben eigentlich ein ganz anderer Duft ist. Aber hiervon habe ich mir jetzt eine 90er Packung nachgekauft von Rossmann. Und ja, es sind halt einfache Teelichter und kann man immer wieder kaufen. Dann habe ich einmal, immer wieder Haare hier im Gesicht, von Merz die reinigende Maske. Die finde ich auch ganz gut. Die ist glaube ich mit Tonerde, weiß ich das richtig? Genau, mit weißer Tonerde, Zink und Bisabolol. Gott, kann auch echt nicht sprechen. Und ja, die Haut fühlt sich danach wirklich gereinigt an. Und ich müsste eigentlich nochmal wieder so eine Maske machen, weil meine Haut ist im Moment also so pickelig. Ja, weiß nicht, ich hoffe, man sieht das in der Kamera jetzt nicht so. Ich habe auch heute keine Foundation und nichts drauf, weil ich gedacht habe, ich schone die Haut mal ein bisschen. Ich habe jetzt nur ein bisschen Concealer, Wimperntusche und das war es sogar, glaube ich, schon. Mehr geschminkt bin ich heute nicht. Und genau, die würde ich aber auf jeden Fall nochmal wieder nachkaufen. Dann ist mein Standard-Trockenshampoo leer gegangen von Batiste für mittelbraunes und brünettes Haar. Ab und zu brauche ich ja mal Trockenshampoo, wenn ich morgens keine Lust habe, meine Haare zu waschen. Und sie aber so leicht anfangen zu fetten am Ansatz, dann sprühe ich mir morgens das Trockenshampoo drauf und gehe dann abends erst duschen. Das funktioniert eigentlich immer sehr gut, hinterlässt ja keinen weißen Film auf den Haaren. Und dies habe ich auch schon wieder nachgekauft und das ist auch schon wieder in Gebrauch. Dann auch aus meinem Douglas Adventskalender ist leer gegangen von Detox die antioxidative Gesichtscreme Daily Hydration. Die fand ich auch ganz gut. Die hatte ich, glaube ich, in London habe ich sie angefangen. Oder? Nee, in London habe ich sie fast leer gemacht. So rum war es. In London habe ich sie fast leer gemacht. Und ja, jetzt habe ich, glaube ich, noch ein oder zwei kleine Proben aus meinem Douglas Adventskalender, die ich erstmal leer machen möchte. Und ja, wie ich auch schon eben bei meiner BB-Creme gesagt habe, ich habe erstmal genug. Und muss dann mal schauen, welche Creme ich mir nachkaufe. Die hier fand ich ganz gut. Die hat die Haut ganz gut mit Feuchtigkeit versorgt. Und roch auch angenehm. Die war mit dem Make-up verträglich. Und ja, ich müsste mal gucken, was sie im Douglas kostet, wenn sie nicht allzu teuer ist. Könnte ich mir auch vorstellen, statt der BB-Creme diese hier nachzukaufen. Aber das sehe ich dann mal spontan, worauf ich dann Lust habe. So, drei Dinge haben wir hier noch. Und zwar habe ich hier dann einmal von Olas Regenerous den Skin Perfecting Cleanser. Der war bei meiner Oil of Olas Reinigungsbürste mit dabei. Ja, ich fand ihn nicht so gut. Also er roch erstens nicht besonders angenehm, hat auf dem Gesicht nicht geschäumt. Und ja, weiß ich auch nicht. Also den würde ich auf keinen Fall nachkaufen, da er mir nicht wirklich gefallen hat. Ich denke, dass er gut gereinigt hat, aber ja, alleine schon aufgrund des Duftes würde ich ihn nicht nochmal wieder nachkaufen. Dann habe ich aus dem Lidl aufgebraucht die Cien Wattepads. Das sind ja die mit einer Naht drumherum. Die fand ich ganz gut. Ich habe mir jetzt aber trotzdem welche von die Make-up nachgekauft. Aber vielleicht werde ich mir diese hier wieder nachkaufen, da die wirklich weniger fusseln. Also ich merke das jetzt im Unterschied mit diesen die Make-up-Pads, dass mir doch schon einige zerfusseln und zerfleddern. Gerade bei den großen. Ich weiß nicht, ob es die hier in groß gibt. Das muss ich nochmal nachgucken. Aber, wie gesagt, die hier könnte ich mir vorstellen, durchaus nochmal... Meine Güte, kann heute nicht sprechen. Bei denen könnte ich mir das vorstellen, die wirklich nochmal nachzukaufen. Dann das letzte Teil aus dem März, was leer gegangen ist, ist von Catrice mein Augenbrauenstift in der Farbe Don't Let Me Brown. Auch dieser hier ist schon wieder nachgekauft und in Benutzung. Ja. Kaufe ich immer wieder nach, ist mein All-Time-Favorite und ja, meine Kiste ist leer. Jetzt kann ich für den April fleißig weitersammeln, beziehungsweise einige Sachen im April habe ich schon leer gemacht, aber die
zeige ich euch jetzt natürlich noch nicht, weil sie einfach nicht in den März gehören. Das hier ist das Aufgebraucht-Video für März. Und genau, dann werde ich die jetzt hier in die Kiste packen und dann könnt ihr euch schon mal auf das Aufgebraucht-Video für den April freuen. Das kommt dann ja auch erst bei Zeiten. Der April ist ja nun schon halb wieder rum. Genau, ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal frohe Ostern oder frohe Ostern gehabt zu haben. Genau, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ich verabschiede mich jetzt von euch und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!